sehen Sieger aus. Niklas Schaufler aus Linz hat nur einen großen Wunsch. Formel 1 Fahrer zu werden. Die Chancen stehen für den kleinen Rennfahrer nicht schlecht. Schließlich ist er immerhin schon einmal Weltmeister, dreimal deutsch-italienischer Meister. Es ist ein Schnecken drinnen. Ja. Aufpassen. Mit 6 Jahren wird er Weltfinalsieger in Italien. Bei Rennen fährt er allen um die Ohren. Formel 1 Hoffnung aus Österreich, so wird er genannt. Mit Papa Daniel ist er in der ganzen Welt unterwegs. Bevor es auf die Strecke geht, heißt es aber Kart zusammenbauen. Mittlerweile bin ich ein bisschen geübt in dem Ganzen. Meine Aufgabe ist allerdings nicht mehr das Kart zusammenbauen. Das hat jetzt mittlerweile das Team übernommen, wo der Niklas fährt. Das ist aus Italien, aus Verona kommt das. Die bauen die Dinger. Ich bin eigentlich nur mehr noch der Chauffeur, ein bisschen Helfer beim Schrauben. Dadurch, dass wir sowieso jetzt, wo der Niklas 9 Jahre alt geworden ist, die großen internationalen Rennen in Angriff nehmen dürfen, müssen, sollen, habe ich da sowieso Unterstützung gebraucht von einem professionellen Team, das ich jetzt nicht mehr alleine machen kann. Richtig zeitintensiv, also ich habe keine Freizeit mehr, gar keine mehr. Ich habe ein Motorrad daheim stehen, das ich die letzten 3 Jahre nicht mehr bewegt habe. Papa Daniel hat seine Arbeit auf 35 Stunden reduziert, damit er mit Niklas immer nach Italien fahren kann. Zeit ist da, Geld aber weniger. Kostenintensiv. Die ersten 3 Jahre habe ich mein ganzes Geld, was überblieben ist, alles reingesteckt. Wir sind im untersten Drittel von den Kosten her und selbst wir verbrauchen im Jahr 70.000 Euro. Dann gibt es aber Eltern, die kommen mit den Kindern mit dem Hubschrauber daher. Also nach oben sind keine Grenzen. Teambus, Helm, Overall und Kart strahlen jetzt in Rosa. Niklas hat einen Sponsor gefunden. Was? Ja. Es gibt keinen Plan B. Es gibt nur Hopp oder Drop. Er hat das Talent, er hat die Cleverness beim Fahren. Also auf und neben der Strecke. Da ist alles drinnen. Vor 3 Jahren hätte ich noch gesagt, wenn er irgendwann einmal irgendwo in einem Auto sitzen darf, ist das okay. Dann war das eine super Sache. Jetzt sage ich, dass eigentlich alles möglich ist. Wirklich alles möglich ist. Mit den Stars auf Du und Du. Das ist der kleine 9-Jährige auch schon. Eigentlich haben da alle Fahrer unterschrieben. Und ich weiß nicht mehr, wer wo unterschrieben hat. Alle Formel 1-Fahrer haben unterschrieben. Und der Matthias Ekström, der mit seinem Sohnemann beim DTM-Rennen am Norrisring war. Und das Coole war eigentlich dann das, dass der Matthias mit zu uns ins Zelt gekommen ist, gleich nach der technischen Abnahme vom Qualifying, und hat dann mit Niklas ein Selfie gemacht. Also das ist schon, auf das bin ich schon stolz auch. Als Star selber sieht sich Niklas nicht. Naja, vielleicht ein bisschen. Hast du schon Autogramme oder schreibst du Autogramme? Nein, manchmal schon. Gestaunt wird auf alle Fälle nicht schlecht, wenn er ins Gas steigt. Der kleine Niklas aus Linz.